Also dort oben wohnen die Königinnen. Und dort ist der König. Und ja. Früher war das so. Früher hat ein Hurenkönig 12 Frauen gehabt. Da in Indien. Gott sei Dank nicht böse. Aber ich glaube, das war ziemlich lustig. Ja, da sind wir mitten in Indien auf einer Burg oder Schloss oder wie nennt man das? Vor Amber in Jaipur. Ah, okay. Und zwar im Harem. Und aus den Provinzen hat man immer die schönsten Mädchen dem König geschickt. Hier kann man sehen, alle Frauen, die weiter duschen. Ja, früher so spannender hier, heutzutage ohne. Ja, da sind wir im berühmten Tempel. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber. Wie heißt dieser? Die sind nur vom Mann drin, nicht von der Frau, die da gekommen hat. Nein. Jetzt fangen wir mal. Wie heißt der Tempel? Welcher Tempel? Da, wo wir jetzt da sind? Nein, das ist nicht der Tempel, das ist das Schlafzimmer. Nein, der Palastzimmer da, oder? Palast? Nein, das Schlafzimmer von der Frau. Ah, okay. Und wie heißt der Palast, der heißt? Welcher Palast? Hier, dieser Palast. Der Palast heißt meine Palast. Ah, meine Palast, ja. Okay, passt, okay. Der Palast heißt meine Palast. Ah, okay. Okay, meine Palast. Schauen wir mal weiter, was geht. Da könnte man mal etwas steigen lassen. Eine Party oder. Ja, gell? Mit Opium. Morgen! Wie geht's dir heute? Ah, es geht, ja. Die auch, passt auch, oder? Wenn man sich vorstellt, da hinten im Kriegsgebiet, mittendrin ein Pakistaner, da hinten.